Leute, es geht weiter mit den Shorts. Lasst mir immer gerne einen kleinen Like da. Und jetzt gibt's POV. Du hast keinen Sitzplatz reserviert. Boah, hier ist ein Sitzplatz. Geil, ganzes Abteil für mich. Oh. Ja, dieser Moment, wo man immer denkt, so bitte. Aber es kommt immer einer. Vor allen Dingen bei so einem Abteil. Klappt immer. So, hier sieht's ja noch ganz frei aus. Hi. Hi. Nummer 56, den habe ich reserviert. Wollen Sie genau auf den Platz? Ach nein, das passt schon. Natürlich möchte ich meinen Platz reserviert. Aber hier ist alles frei. Ist mir egal, ob wenn ein Sitzplatz vier Gänge weiter noch frei wäre. Den habe ich reserviert, den will ich. Setz mich um, okay? Immer selber mit den Germans. Dankeschön. Jeder hat doch schon mal in der Bahn gefurzt, oder? Willkommen bei McDonald's. Wie kann ich heute Ihren Tag ruinieren? Hey, ich nehme ein Big Mac Menü, ein Happy Meal, 20er McNuggets und eine Apfeltasche. Mhm. Möchten Sie vielleicht noch Diabetes dazu? Ja, gerne. Legen Sie es mir dann einfach mit in die Tüte. Mit Vergnügen. Sonst noch was? Ah ja, noch ein McFlurry bitte. Ach, kommen Sie schon. Spielen Sie mit Ihrem Happy Meal Spielzeug, aber nicht mit mir. Oh Gott, ich habe für einen kurzen Moment vergessen, wo ich bin. Die Eismaschine ist kaputt. Ah, ja. Wie lange wird die Bestellung circa dauern? Es kommt ganz drauf an. Haben Sie es denn eilig? Ja, sehr sogar. Dann wird es auch sehr lange dauern. Ihr seid die Besten. Hier, schau mal Ihre Sprite. Mmh, lecker, lecker. Boah, ist das Säure? Nein, das ist McDonald's Sprite, hat aber denselben Effekt. Ah. Schmeckt McDonald's Sprite anders? Okay, dann ist ja gut. Und hier ist der Rest. Sollte alles drin sein, aber vielleicht auch nicht. Alles gut, ich kann es kaum abwarten, zu Hause die Tüte zu öffnen, um dann zu bemerken, dass sie die Pommes vergessen haben. Und ich kann es kaum abwarten, hey, es noch immer abzustreiten. So. Dann würde ich sagen, bis... Irgendwas fehlt immer. Schinken. Schinken, du dicke Sau. Musst du deine Karotten immer überall liegen lassen? Wer ist denn Schinken? Das ist Edgar, das ist nicht Schinken. Okay, bei diesen Noten gibt's eine Woche Hausarrest. Wenn Eltern von heute keine guten Strafen mehr einfallen. Best. Okay. Ist eine ziemlich doofe Strafe, oder? Ehrlich gesagt... Warte, war die Strafe? Ist nicht so. Wieso? Naja, wann hast du mich das letzte Mal freiwillig rausgehen sehen? 1997 oder so? Da warst du doch noch im Kindergarten. Okay, dann brauche ich eine neue Strafe. Okay. Was genau? Computerverbot. Eine Woche Fernsehverbot. Oh. Fernsehen, ich weiß nicht, welches... Wer guckt denn noch Fernsehen? Letztes Mal Fernsehen geschaut habe. Dann, Computerverbot war immer das Schlimmste. Okay, auch Amazon Prime, Disney Plus, Apple Plus, Sky. Ja, komplett alles. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile so Elektronikverbot. Das Fernseher, iPhone, also hey. Ah, sorry. Oh, das war... Alter, der hat richtig geschlotzt. Oh, Alter, der war dirty. Danke, Kamera. Cool, zocke ich PlayStation. Nein, auch PlayStation-Verbot. Dann bin ich halt den Tag auf TikTok. Was soll ich denn noch alles machen? Hilf mir mal. Sauerstoffverbot. Okay, kriegst du... Ahaha. Ist irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung, du musst dir was überlegen. Okay, dann eine Woche Toilettenverbot und damit Ende. Okay. Kacke ich halt auf den Boden. Hilfe? Meine Mutter mir zu Weihnachten schenkt. Oh. Alter, ein iPhone. Film versus Realität. Wenn man einen Tresor knackt, wie es im Film ist. Also, ich öffne jetzt den Tresor. Das braucht ein bisschen Zeit. Pass du einfach auf, dass niemand kommt, okay? Okay, gut, beeil dich aber. Ich habe keine Lust, erwischt zu werden und ins Gefängnis zu kommen. Wie mache ich das am besten? So, und dann... So. Ha, ich hab's geöffnet. Aber was ist das denn für eine geile Mod? Sorry, das ist ja, es gibt Tresortür-Mods. Komm her. Cool, jetzt kann ich mir endlich eine Ente kaufen. Wie es in der Realität wäre. Also, ich öffne jetzt den Tresor. Das braucht ein bisschen Zeit. Pass du einfach auf, dass niemand kommt, okay? Sieben Stunden später. Okay, gut, beeil dich aber. Ich habe keine Lust, ins Gefängnis zu kommen, okay? Okay, dann fange ich am besten mal an. So. Ja, Leute, ihr seid hier bei Lifehacks mit Gustavo. Heute zeige ich euch, wie man einen Tresor knackt für Anfänger. 6,5 Sehr gut. Stunden oh, später. Ich war nah dran. Jetzt muss ich das machen. Und es ist offen. Hey, Paul, komm her. Ich hab's geöffnet. Paul? Dachtet ihr wirklich, ihr würdet es schaffen, hier einzubrechen, ohne dass wir es auf der Kamera sehen? Ach, verdammt. Aber ich muss unbedingt wissen, was für Schätze dahinter sind. Halt, stopp! Hey, mach die Tür zu. Ich bin noch nicht fertig. Was? Junge. Jede deutsche Familie im Urlaub. Oh, das Handtuch. Ey, ich weiß, als ich klein war, meine Eltern sind ebenfalls schuldig. Mein Vater... Und der Kollege von, wir sind immer mit so einer anderen Familie in Urlaub geflogen. Wir sind früh aufgestanden und wir haben die Handtücher auf die Liegen gelegt. Daddy, siehst du das? Mensch, da hat jemand ein Handtuch auf unser Handtuch gelegt. Ja, was genau heißt das weg. Jetzt? Naja, wir hatten mit unserem Handtuch heute Morgen die Liege reserviert. Ja,
Und rein technisch gesehen liegt sein Handtuch auf unserem Handtuch, also hat er unser Handtuch reserviert. Darf man das denn einfach machen, also so ein anderes Handtuch reservieren? Hm? Ja, das ist die Regel. Wer sein Handtuch irgendwo drauflegt, dem gehört es dann auch. Aber uns gehört weiterhin die Liege, oder? Genau, nur nicht mehr das Handtuch. Und wenn ich in den Pool muss, womit kann ich mich dann abtrocknen? Naja, so weit kannst du ja gar nicht denken. Vielleicht hat auch schon jemand den Pool reserviert. Wie meinst du das? Vielleicht hat jemand schon sein Handtuch auf den Pool gelegt. Geh mal lieber nachgucken, schnell. Okay. Jetzt schmeißt er das Handtuch weg. Hey Leute, ich habe hier ein paar Anmachsprüche auf den Zettelchen. Ich werde jetzt eins ziehen und dann werde ich jemanden anmachen. Das würde ich niemals können. Also ich bin noch nie auf der Straße irgendwie auf eine Frau zugegangen und habe gesagt, hey, na, hier, nie getraut, nie. Hast du zufällig einen Navi dabei? Oh nein, ich kann mir das nicht mal angucken. Hi, Entschuldigung, seid ihr ein Paar? Ah ja, befreundet? Hast du zufällig einen Navi dabei? Oh, ja. Nein! Cool, weil ich suche nämlich einen Witz im Herzen. Ich kann mir das nicht angucken. Habt ihr zufällig einen Navi dabei? Ich empfinde zu viel Fremdscham. Es geht nicht. Weil ich suche nämlich den Weg zu deinem Herzen. Nein! Hi, Entschuldigung. Hast du zufällig einen Navi dabei? Hast du einen Navi dabei? Navi? Ja. Weil ich suche nämlich den Weg zu deinem Herzen. Ist mein Internet weg? Oder habe ich Pause gedrückt? Ich habe Pause gedrückt. Okay. Aber sie spielt auch so ein bisschen mit seinen Gefühlen. Die verschiedenen Arten von Leuten, wenn sie mit der Schule fertig sind. Ja, ich würde ja gerne mitkommen, aber ich bin gerade... Oh ja, davon hatten wir auch viele, die nach der Schule wirklich nur am Reisen waren. Ist vollkommen cool, also ganz ehrlich. In Afrika am Strand. Crazy, wie lange noch? So work and travel. Du, kein Pilin, ja. Jetzt du. Fini, kannst du... Hallo. Das war Palermo. Obwohl, nee, eigentlich ging's. Ich habe Zivi gemacht und dann studiert. Wo haben wir denn? Wir haben 16 Uhr. 16 Uhr, aufstehen jetzt aber mal. 5 Minuten. Und sonst, wie gefällt dir deine Ausbildung? Nee, die habe ich abgebrochen. Irgendwie war das dann doch nichts für mich, weißt du? Dann habe ich studiert danach ein Semester, bin ich auch nicht so drin aufgegangen. Dann habe ich eine Ausbildung nochmal angefangen, aber das war irgendwie auch gar nichts für mich. Wir könnten eine eigene Waschanlage aufmachen. Glaub mir, das mit der Shisha-Bar funktioniert. Wir bringen eigene Smoothies raus. Nee, wir machen es doch mit der Shisha-Bar. Die Shisha-Bar, die ist es. Ja, aber ich muss dazu, eine Sache will ich trotzdem sagen. Also, es ist nicht negativ, sozusagen in Anführungszeichen zu scheitern. Wenn man merkt, Alter, das Studium oder die Ausbildung ist nichts für mich, weil es bringt nichts auf Krampf, die Ausbildung fertig zu machen und dann sein Leben lang unglücklich zu sein, weil man denkt, gut, in der Bank arbeiten, das erfüllt mich nicht, das macht mich sogar eher traurig. Dann lieber vielleicht eine andere Ausbildung anfangen oder ein anderes Studium. Aber, ich weiß auch nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, Ausbildung und so weiter, wichtig. Wichtig und richtig. Ja, das Herrchen, ja? Darf ich dieses Ornament vom Tisch runterschubsen? Nein! Sind Sie sich sicher? Ja! Aber wieso liegt es dann so nah? Ich verstehe es. Wirf es nicht Warum? Runter. Aber schau mal. Warum machen Katzen das? Ein weiteres Stück näher an die Kante gerückt. Du hast es näher an die Kante gerückt. Und was willst du dagegen tun? Wie? Ich könnte es so leicht herunterschubsen. Und es gibt rein gar nichts, was du dagegen tun könntest. Psst, weg! Deine Hypnosetricks wirken schon lange nicht mehr auf mich. Ich weiß, dass deine Hand keine Schlange oder Maus ist. Dieser Trick funktioniert nur 78 Mal. Oh, scheiß Katze. Nervig ist es. Unsere Katze hat manchmal so offene Flaschen Ich habe heute Geburtstag, nicht der Rede wert. Ich werde heute meine Geburtstagstorte machen, die wirklich nur 15 Minuten dauert. Ich habe dafür 3 tiefgefrorene Torten geholt und die aufeinander gestapelt. Dazu brauchte ich dann aber auch Tortencreme, die ich dann geholt habe. 3 Zutaten und ready war die Tortencreme. Die habe ich dann immer zwischen die Belege drauf gemacht und dann nach außen hin verschmiert. Es sah aus wie der schiefe Turm Kommt von Pisa, aber drauf? Glaubt mir, es wurde immer besser und sah richtig schön aus. Dann habe ich den Drip benutzt und den erstmal in die Mikrowelle gemacht und in ein heißes Bad. Sah schon richtig cool aus. Dann kamen noch Sieht's wirklich cool aus? Die Donuts drauf. Das sind so Mini-Donuts. Dann nochmal ein bisschen Drip drauf. Und eine Riesen-Erdbeere. Keine Ahnung, warum die so riesig ist. Himbeeren und Blaubeeren. Oh, jetzt sieht's doch gut aus mit der Verzierung. Ja, mit auf dem Teller. Und so essbare Perlen in Weiß und Rosa. Und fertig ist meine Geburtstagstorte. Ich muss sagen, Schneid ich finde die richtig nice. Schneid bitte an. Minuten. Ja, ist schon geil. Wieder bei den Leuten ihren Job aber ganz schlecht erledigt haben. Irgendwie hatte ich Dora anders in Erinnerung. Da verstehe ich jetzt gar nicht, was da falsch gemacht wurde. Wer hat das mit einem guten Willen gemacht? Ist das
denn Spider-Man, Hulk oder Batman? Das ist eigentlich gar nicht... Oder war auch ein bisschen Captain America im Schritt. Zu dumm, wenn man drüber nachdenkt. Dieses Kind besitzt einfach keinen Oberkörper. Auf dieses Pikachu würde ich mich nicht draufsetzen wollen. Die haben so schlecht geplant, die haben noch nicht mal den Weg getroffen. Sicher, dass das nur Wasser ist? Von diesem Bart Simpson kriege ich Albträume. Und hier hat irgendjemand nicht die Erde getroffen. Das Design ist relativ schlecht gewählt für eine Apotheke. Ihr denkt, das ist wenig Privatsphäre? Dann schaut euch erstmal das an. Was soll das? Dieses Fenster rutscht gerade irgendwie aus der Wand raus. Dieser Platz ist total... Was war da los? Ey Leute, ich muss euch unbedingt was zeigen. Und zwar, ich habe endlich mein neues Auto bekommen. Ey, das ist zu... Leute, ein neues Auto? Jetzt besser anschneiden, sagen wir es mal so. Ja, ich schneide mich an, hier Stani. Hier steht mein neues Auto, Leute. Ihr werdet jetzt hier auf YouTube zum ersten Mal sehen. Okay. Oha. Oh Leute, hier unten geht's los. Oha. Wow. Was ist das? Bentley. Mein Auto. Hey, geh mal weg, Mann. Ich bin hier. Hallo, Leute, mein Auto. Jo, ich hab's voll geglaubt. Aber hat iCrimex jetzt nicht... Er hat nochmal geupgradet. Er hat doch jetzt einen Rolls-Royce. Cullinan. Nicht schlecht. Wir kriegen jetzt unsere Chemieklausur zurück und wir raten jetzt, was wir für Noten haben. Also ich glaube, ich habe so eine 3 minus. Max, was denkst du, was du für eine Note hast? Klasse 1. Ich habe keine Chemie geschrieben. Ich nehme an, ich habe so eine 4, 3 Ich habe 5 minus. Hey, sogar eine 2 plus, Mann. Habe ich was unterschrieben? Verpiss dich. 2 minus, als Chemie-LK lebt. Kommentiert mal euer Lieblingsfach. Mein Lieblingsfach, ja, klingt lame, war aber Sport. Dann fand ich Wirtschaft und Politik ganz geil. Das hatte ich auch Leistungskurs. Was war noch am Start? Geschichte? Ja, irgendwie so. Okay, Leute, wir spielen jetzt 2 Wahrheiten, 1 Lüge. Okay. Wir sagen 3 Dinge und davon ist nur eine Lüge. Hey, gute Idee. Ich fang an. Jonas. Yes, Sir. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Ich hasse Game of Thrones und ich hasse Fortnite. Das mit Fortnite ist eine Lüge. Du liebst Fortnite. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich dran. Na gut, let's go. Okay, Eduard, ich liebe Döner. Ich habe heimlich eine Freundin und ich war derjenige, der Jonas Hund überfahren hat. Oh, das ist leicht. Du hast nicht Jonas Hund überfahren. Falsch, ich hab Jonas Hund überfahren. Was? Junge, was? Das ist nicht okay. Was soll das? Oh, wartet, ich hab noch einen. Nein, ich denke, wir sollten jetzt aufhören. Okay, Jonas, ich habe mit deiner Freundin geschlafen. Ich habe in deinen Tee gepisst. Und dein alter Freund, der Loris, der vermisst wird, ist bei mir im Garten vergraben. Halt, wartet, ich hab das falsch gemacht. Oh, Scheiße. Mein Gott, ich dachte schon. Alle 3 entsprechen nämlich tatsächlich der Wahrheit. Alles klar. So werden Hacker in Spielen bestraft. Wenn man Garry's Mod illegal runtergeladen hat, wird dann beim Start so eine Fehlermeldung angezeigt. Als Leute dann online nach der Lösung für diesen Fehler gesucht haben, wussten alle, dass sie das Spiel gecrackt haben. Weil diese Meldung wird nur bei illegalen Versionen des Spiels angezeigt. Bei Command & Conquer dagegen kann man erst... Oh, das war so ein geiles Game. Das kennt, glaube ich, niemand mehr, aber das ist so geil. Ganz normal spielen. Aber während eines Kampfes explodieren nach 30 Sekunden plötzlich alle Gebäude und Soldaten, die man hat. Ja, schade. Leute, mal ganz ehrlich, Referate war noch immer das Allerschlimmste in der Schule. Das ist immer gleich abgelaufen und war immer gleich scheiße. So ungefähr. Aber ich mach das nicht digital, weil mein Hund gestern meinen PC gegessen hat. Okay, dann eben so. Was? Soll ich jetzt anfangen oder kann ich noch kurz auf Klo gehen? Fang einfach an. Über was geht dein Referat? Über die Insel Ibiza, denn ich fliege vielleicht bald nach Ibiza. Und dort zeige ich mein echtes Gesicht. Aber dafür müsst ihr unter dem Hashtag 916StarTordi so viele Videos wie möglich posten und dieses Video so oft wie möglich kommentieren, liken und natürlich teilen. Ja, mach das. Das Referat gehört in die Schule und nicht in eine Story. Ja, okay, sorry, dann war's. Ja, Referate waren immer. Irgendwelche Fragen noch? Das war's. Nee. Ah, noch nicht ganz. Leute, die nach einem Referat noch Fragen gestellt haben. Ich hoffe, euch geht's nicht gut. Doch, ich hoffe, euch geht's trotzdem gut, aber warum? Ich das Video am besten 5-mal an für die allerkrasseste Watchtime EU-West. Setzen. 6. Ja, okay, sorry. Errate das Spiel am Logo. Let's go. Okay, oha. Ja, ja, okay. Minecraft. Einfach, Leute. Minecraft. Würfel. Minecraft. Okay. Hä? Angry Birds. Leute, das ist ganz einfach. Ein böser Smiley und ein Vogel ist Angry Birds müsste das sein. Das ist doch so ein Handyspiel. Und ja, Angry Birds. Und mittlerweile auch ein Film. Plants vs. Zombies. Das ist relativ einfach. Eine Pflanze und ein Zombie. Zombie vs. Plants. Ist es nicht Plants vs. Zombies? Habt, Leute, dann schreibt jetzt in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Plants vs. Zombies, ja, richtig. Ein Tempel und ein Runner ist natürlich Temple Run. Ja, ich dachte Temple Run. Das ist eigentlich auch geil. Fruit Ninja. Emojis, Ninja und ein Frucht. Ist dieses, Ninja. Heißt das nicht Ninja Fruits oder so? Fruit Ninja. Fruit Ninja. Andersrum. Fruit Ninja heißt das. Ja, Fruit Ninja, let's go. Ich hab gewonnen. Und ihr hattet hoffentlich eine schöne Zeit, denn das war's.